Ich habe im Sommer 2016 die Oper Die Liebe der Danae von Richard Strauss gehört. Und das Bühnenbild im großen Festspielhaus hat ausgeschaut wie bei Hannibal. Da war eine Stufenpyramide und plötzlich kam von der rechten Gasse ein riesiger weißer Elefant herein. Und ich dachte, das gibt's ja nicht, das ist Hannibal. Wenige Monate später war diese Produktion abgespielt und dieser Elefant ist in den Kulissen zu der Salzburger Festspiele gekommen. Nachdem man in Salzburg befreit worden ist, hat man ihn da über die Ötztaler Gletscherstraße heraufgefahren auf einen Tieflader und dann hat man ihn auf Schienen gebaut, gestellt und jetzt kann er die Freiheit genießen, er kann da in die Berge herumfahren. If the Red Slayer thinks he slays, if the slain thinks he slays, they know not well the subtle ways that keep, pass, turn again. Far or forgot to me is near. Ich bin hier mitten am Rettenbachgletscher, ohne Ski, weil ich hier zum Tanzen bin. Im Moment gerade lerne ich die Choreografie von der Donna Jewel, die ich schon seit vielen Jahren hier selber tanze. Zwei neuen Leuten, die jetzt neu dabei sind, so eine Art Audition hier machen. Shadow and sunlight are the same. Bend in elbow. Vanish gods to me appear. What you mean? A shame and fame. The counting bad. Leave me out. I'm me the fly, I am the wings. I am the doubter and the doubt. I am the song that people sing. Strong gods pine for my abode. Pine in vain, the sacred seven. But you, you, lover of the good. Find me and turn your back on heaven. Und ja, und was er alles noch anstellt, das werden wir dann am 21. April beim Hannibal in Sulden sehen.